Lohnen sich YouTube Shorts für Musikerinnen und Musiker oder müllt das einfach nur deinen Kanal voll? Welche Strategie würde ich dir hier empfehlen? Darum geht's jetzt. Also viel Spaß mit dem Video. Hi, ich bin Yannick von Artistint. Wir helfen MusikerInnen dabei, sich auf eigene Faust eine nachhaltige Karriere aufzubauen und mit ihrer Musik die Welt zu verändern. Deshalb findest du auf unserem Kanal Videos zu sämtlichen dafür relevanten Themen, viele praktische Tipps und echtes Insiderwissen. Und es wird jede Woche mehr. Also, falls du es noch nicht getan hast, dann lass unbedingt ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Jetzt aber erstmal ab zum heutigen Thema. YouTube Shorts sind gerade überall, egal ob einem das gefällt oder nicht. Auf der Startseite werden sie promotet, man sieht extra Werbungen dafür und YouTube legt hierauf allgemein einen riesigen Fokus. Das zahlt sich, rein nach den Daten zumindest, auch aus. Über 15 Milliarden Views bekommen Shorts auf YouTube jeden Tag. Das ist schon mal eine Ansage. Das zeigt dir auch, was hier für ein Potenzial liegt. Aber warum macht YouTube das? Natürlich, weil TikTok brutal in die Watchtime der YouTube-User reinfrisst. Ein Mensch hat nur eine gewisse Zeit zur Verfügung, die man auf diesen ganzen Plattformen verbringen kann. Und wenn TikTok immer mehr Zeit davon beansprucht, sinkt die Zeit normalerweise automatisch auch bei YouTube. Genauso wie Instagram aus diesem Grund Reels eingeführt hat, wurden eben Shorts von YouTube ins Leben gerufen. Um zu TikTok konkurrenzfähig zu bleiben, legt man hierauf eben aktuell einen sehr, sehr starken Fokus. Und worauf YouTube seinen Fokus legt, da liegt natürlich auch Potenzial für Creator auf der Plattform. YouTube war ja bisher immer mit Abstand die schwierigste Plattform, um wirklich Reichweite aufzubauen. Gerade am Anfang, bis YouTube merkt, dass dein Content wirklich gut bei den Leuten ankommt, werden deine Videos quasi niemandem ausgespielt. Die ersten vielen Abonnenten auf YouTube musste man sich eigentlich immer von irgendwelchen anderen Plattformen ziehen. Wenn der Stein dann allerdings mal ins Rollen gekommen ist, dann ist YouTube mit die interessanteste Plattform überhaupt. Ein Abonnent auf YouTube ist eben viel, viel mehr wert als zum Beispiel ein TikTok-Follower. Nachdem es so schwierig ist, neue Abonnenten zu gewinnen, ist so einer eben super wertvoll. Als User hat man nämlich in der Regel viel weniger Kanäle abonniert, als man zum Beispiel Profilen auf Instagram folgt. Und der Abo-Feed bei YouTube ist nach wie vor chronologisch. Deine Abonnenten kriegen also mit viel, viel höherer Wahrscheinlichkeit von deinem neuen Content mit, als bei anderen Plattformen. Das alles macht YouTube als Plattform zumindest auf lange Sicht so super interessant. Vorausgesetzt natürlich, du, dein Content und deine Zielgruppe passen auf YouTube. Aber wie gesagt, bisher war das Ganze echt ein Kampf und eine riesige Herausforderung, diese Hürden überhaupt erstmal zu meistern. In den letzten Wochen und Monaten hat sich hier allerdings ein bisschen was getan. Einerseits werden auch kleinere Videos immer mehr Leuten empfohlen und andererseits spielen hierbei Shorts natürlich auch eine riesige Rolle. Genau wie bei TikTok oder auch Reels werden dir super viele Shorts von Creatoren angezeigt, denen du eben noch nicht folgst. Aus Creator-Sicht ist das natürlich super interessant, weil man eben organisch neue Leute erreichen kann. Bisher war man hier ja hauptsächlich auf die YouTube-Suche angewiesen. Shorts bieten dir also durchaus die Möglichkeit, auf YouTube schnell zu wachsen und potenziell viele neue Leute für deine Musik zu erreichen. So viel erstmal zum Positiven. Ich persönlich habe mit YouTube Shorts allerdings ein riesiges Problem. Natürlich ist das Potenzial hier groß, aber in meinen Augen müllt es zumindest unseren Kanal auch extrem zu. Gerade wenn man regelmäßig Shorts veröffentlicht, werden es in der Regel deutlich mehr Kurzvideos als wirklich richtige Videos. In meinen Augen geht dann auf dem Profil ein richtiges Video schnell mal unter. Leider, so soll das natürlich nicht sein. Man muss sich hier also wirklich fragen, wie man dieses Thema angeht und ob sich das gut in den eigenen Kanal integrieren lässt. Eine mögliche Strategie hierfür ist, die Shorts einfach auf einen separaten Kanal auszulagern. Dann könntest du mit deinen Kurzvideos auf diesem Zweitkanal entsprechend Reichweite aufbauen und hoffentlich einige dieser Leute auf deinen Hauptkanal rüberziehen. Das ist die Strategie, die auch wir jetzt wahrscheinlich mal ausprobieren werden. Wie gesagt, für mich persönlich sind Shorts, zumindest in einem größeren und regelmäßigen Ausmaß, aktuell für den Hauptkanal einfach zu viel. Ich will nicht, dass unsere Hauptvideos in den ganzen Kurzvideos untergehen. Leider in diesem Fall veröffentlicht YouTube aber nach und nach auch immer mehr Funktionen, die diese Strategie mit dem Zweitkanal ein bisschen uninteressanter machen. Zum Beispiel kann man seit kurzem kleine Ausschnitte aus einem richtigen Video als Short posten und es wird darin dann automatisch auf das originale Video verwiesen. Das funktioniert leider nur von dem Hauptkanal aus, auf dem das richtige Video veröffentlicht wurde und nicht von einem anderen Kanal. Außerdem soll wohl ab nächstem Jahr auch YouTube Shorts Monetarisierung eingeführt werden. Man hat ja also dann die Möglichkeit, auch mit diesen Kurzvideos, in welcher Form auch immer, das weiß ich noch nicht so genau, Geld zu verdienen. Das funktioniert aber natürlich auch nur, wenn man YouTube-Partner ist und das geht erst ab 1000 Abonnenten und 4000 Wiedergabestunden.
Das müsste man sich zumindest, wenn es jetzt hierbei um Geld geht und das eine Rolle spielt, mit dem anderen Kanal natürlich erstmal aufbauen. An sich wäre es mir mit Abstand am liebsten, wenn man die Shorts auf dem Hauptkanal ganz normal posten kann, diese allerdings dann auf einem separaten Reiter zu finden sind. So kann man die ganzen Vorteile von Shorts nutzen, müllt allerdings den normalen Videofeed auf dem Kanal nicht so voll. Eventuell könnte man das theoretisch irgendwie mit Playlists lösen, aber das wäre jetzt auch nicht unbedingt so, wie ich es mir vorstelle. Man muss hier also wirklich für sich selbst persönlich abwägen. Kann man die Shorts gut in die eigene Content-Strategie integrieren? Wenn ja, sollte man das unbedingt machen, da sie ja wirklich großes Potenzial haben, egal wie groß der Kanal aktuell ist. Allerdings, wie du auch bei mir siehst, gibt es hierbei auch noch einige Bedenken, die man zumindest berücksichtigen sollte. Das alles spielt natürlich keine Rolle, wenn YouTube für dich gar keine wirkliche Fokusplattform ist. Wenn du hier gar keine regelmäßigen, richtigen Videos hast, dann kann dir dieses, wie gesagt, ich nenn's mal Zugemülle mit den Shorts eigentlich ziemlich egal sein. Dann würde ich auf jeden Fall deine Kurzvideos, die du eventuell eh schon für Instagram oder TikTok produzierst, auch als Short posten. Warum nicht? Dadurch nimmst du einfach hier eventuell auch noch gute Reichweite mit, die du für dich nutzen kannst. Wenn du allerdings, wie wir, auch andere Formate für YouTube hast, würde ich mir zumindest mal überlegen, wie du Shorts denn sinnvoll integrieren kannst. Wenn du dir hierbei unsicher bist, dann würde ich auch einfach mal deine Fans nach ihrer Meinung fragen. Vielleicht stört es sie ja überhaupt nicht, wenn du diese Shorts auf deinem Hauptkanal veröffentlichst. Und wenn das für dich dann ebenfalls passt, dann kannst du das natürlich machen. Deswegen tatsächlich auch gleich mal die Frage von mir an dich. Wir wollen auf jeden Fall mal ein bisschen mit Shorts rum experimentieren und einige Strategien ausprobieren. Hierbei werden wir zum Großteil Ausschnitte aus unseren richtigen Videos und Podcasts verwenden, gerne aber auch zusätzliche Videos. Sollen wir diese Shorts lieber auf einen Zweitkanal auslagern oder stört's dich nicht, wenn zwischen den Hauptvideos auch kleinerer Content in Form von Shorts kommt? Schreib mir doch deine ehrliche Meinung hierzu bitte unbedingt mal unten in die Kommentare, das würde mir bei meiner Entscheidung extrem helfen. Und schreib mir natürlich auch gerne in die Kommentare, wie du das Ganze angehen willst. Ich bin sehr gespannt auf dein Feedback. Das war's jetzt aber erstmal wieder für heute. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch sehr gerne ein Like da, damit zeigst du YouTube, dass dir diese Videos helfen und vielleicht auch anderen Artists helfen können. Und falls du es noch nicht getan hast, dann klick unbedingt auf Abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Jetzt aber erstmal vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für deinen Support und bis zum nächsten Mal. Deine Musik hat's verdient, gehört zu werden.